Ich weiß, das Licht ist nicht mehr beste, aber ich muss euch unbedingt zeigen, wie ich diese Blüten gebastelt habe. Und zwar ist das meine neue Frühlingsdeko, die ich auf meinen Tisch stelle. Und ich werde euch jetzt einmal zeigen, diese Puschel, die da drin sind, die gab's oder gibt's bei Teddy. Da sind dann so kleine und so große drin. Ist super zum Basteln. Und ja. Also ich mache jetzt so eine rote mit einem grünen Blatt dazu. Ja, die sind jetzt aus dünnerem Papier, aus so einem Block. Den gab es auch mal bei Teddy. So einen könnt ihr euch einfach holen und die bunten nehmen. Die weißen können nehmt ihr als Einkaufszettel oder was auch immer. Oder ihr schneidet euch das selber zusammen. Und zwar sind das, ich glaube... Ihr könnt es ja messen. Ich habe hier sogar ein Lineal nehmen. Das ist jetzt... Ja, 7,5 x 7,5 cm. Davon braucht ihr 5 Stück. Ich zeige euch nur an diesem Dings, wie die Blätter gehen. Und so sieht das Ganze am Ende aus. Ein Blütenblatt. Da die anderen 4 liegen hier. So, dann braucht ihr... Haarklammern, einen Stift, der rund ist, ein Holzspieß, grünes Washi-Tape oder grüne Farbe, eine Schere, ein grünes Blatt, so einen kleinen Puschel und hier ein Pinsel, um das dicke Papier glatt die Seitenkanten zu Dings streifen, zu glätten. Als allererstes müsst ihr Washi-Tape um das und den Schaschlikspieß wickeln. Das zeige ich euch jetzt nicht. Ich glaube, da findet ihr bestimmt eine Technik, die für euch perfekt ist. Oder ihr malt die Stäbchen grün an. So sieht das jetzt gewashi-taped aus. So. Und dann fangen wir an mit dem grünen Blatt. Und zwar braucht ihr für das grüne Blatt nur diese 3 Sachen. Und dann faltet ihr das grüne Papier einmal in der Mitte. Die Kante muss auch nicht gerade sein. Nehmt die Schere und schneidet euch da ein Blatt raus. Ihr könnt auch aufmalen und schönere machen. Mir reicht das jetzt aber. Ihr könnt auch noch feiner. So. Das ist das Blatt jetzt. So. Und dann nehmt ihr euch den Stift und rollt das bis zur Hälfte einmal auf. So, dann habt ihr den Schwung und dann geht ihr noch einmal so und dann habt ihr den Schwung im Blatt. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie das Blütenblatt geht. Dafür braucht ihr eine Haarspange, das Papier, Heißkleber und den Pinsel oder irgendwas. Dings, ihr könnt auch Fimo-Werkzeug nehmen. Das kann ich ja jetzt auch nehmen. Fimo-Werkzeug ist, glaube ich, sicher. Oder irgendwas, was stabil ist. Weil das ist so Ton-Fotokarton. Mit dem ist das schwieriger. So, und das faltet ihr jetzt genau Ecke auf Ecke. Ups, Ecke auf Ecke, ne? Und zieht das dann so. So, dann knickt ihr diese Ecken wieder nach oben. Ich weiß, das Licht ist... Beste. Aber es tut mir jetzt echt leid. Ich muss mal gucken, ob ich mir jetzt demnächst eine Kamera hole. Ich filme ja immer noch mit meinem Handy. Wenn ihr eine Idee habt, welche Kamera, die jetzt nicht zu teuer ist, ihr mir empfehlen könnt, dann sagt mir bitte Bescheid. So. Und diese Seite auch noch. So. Dann sieht das Ganze so aus. Also ihr faltet das zusammen, Ecke, dann Ecke auf Ecke, dann diese 2 Ecken in die Ecke. Dann faltet ihr das wieder auf und dann klappt ihr das so um, dass das so einen Drachen ergibt. Seht ihr den? Seht ihr den Drachen? So. Dann faltet ihr diese Ecke ein. Können wir auch nochmal drüber gehen. So, dann faltet ihr das wieder zusammen.
Und das war es eigentlich schon vom Falten. Dann legt ihr den Finger hier so rein, legt das so, drückt das hier nochmal und macht dann hier auf die Fläche Kleber. So heißt Kleber drauf oder Bastelkleber, je nachdem, was ihr haben wollt. Und dann nehme ich mir meine Haarspange, damit das hält und ich mir die Finger nicht verbrennen muss, tue ich da die Haarspange hin. So, und das war's. Jetzt braucht ihr die anderen Haarspangen, eure ganzen Blütendinger, einen Spieß, das Blatt und Heißkleber. Und zwar nehmt ihr euch jetzt die erste Seite und macht hier auf die Seite Kleber drauf und klebt den ersten dran. Ihr könnt das per Hand machen oder auch wieder so fixieren. Ich mache das jetzt aber per Hand, geht nämlich etwas schneller. Also die Blüte geht echt schnell. Und wenn man jetzt nicht gleichzeitig spricht und filmt und sich konzentriert und Musik hört, dann geht das echt gut. Ich habe diesen ganzen Blumenstrauß, den ihr eben gesehen habt, den ich euch gleich auch nochmal zeige, habe ich so eine halbe Stunde gebraucht, also ganz einfach. So, dann nehmt ihr euch das letzte und klebt das da rein. Dann könnt ihr das auch noch so ein bisschen posieren, so wie ihr es haben wollt. So, wenn das umdreht, ist es dann so ein Sternchen. Dann könnt ihr überall diese komischen Fäden, die sich bilden, entfernen. Dann zieht ihr euch hier den Faden raus und dann macht ihr jetzt hier oben drauf einen Punkt Heißkleber und da stecht ihr jetzt einfach durch dieses Loch den Holzspieß durch. So, wenn ihr das gemacht habt, dreht ihr das Ganze um und macht hier in die Mitte auch einen Punkt Kleber. Und da klebt ihr dann diesen Puschel rein. Und dann nehmt ihr euch euer Blatt, macht da Kleber drauf und klebt das Ganze an eure Blüte. Seid vorsichtig, ist extrem heiß. Ich habe mich heute 50.000 Mal verbrannt, so kommt es mir vor. So, und dann stellt ihr das Ganze einfach in euer Dings. Und so sieht jetzt der fertige Blumenstrauß aus. Finde ich richtig schön. Ihr könnt auch nur an Stiele solche Blätter dran noch dazu machen. Aber ich finde das jetzt so schön. Und das kommt auf diesen Tisch, wenn ich den leer geräumt habe, stelle ich das da drauf. Und ja, finde ich eine süße Idee. Und das ist meine Deko für den Frühling. Und ich hatte schon mal andere gemacht. Diese hier hinten ist jetzt total fliegt. Das sind so Rosen. Ich ziehe da jetzt mal eine raus, die sehr schön aussieht. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich die gemacht habe, dann sagt mir das auch noch. Und ihr seht schon, mein Zimmer ist umgestellt. Und wenn ihr mein Zimmer sehen wollt, dann sagt mir auch nochmal Bescheid. Ja, und das war jetzt mein Bastelvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!